Da wären wir wieder. Unser Engraver ist durchgedreht. Also noch nicht, aber er ist von einer komischen Macht besessen. Das heißt, er ist schon mal nicht mehr ganz richtig im Kopf. Und da flitzt er lang. Einfach den Zwerg mit dem Ausrufezeichen im Auge behalten. Und der hat einen Craft Dwarfs Workshop in Beschlag genommen. Das heißt, er macht irgendetwas, was wir nicht wirklich brauchen, was wir da verkaufen können. Oh, was ist das denn für eine Nachricht? Der Alpaka ist seit einer Woche verschwunden. Oh. Die Nachricht kenne ich noch gar nicht. Also Lila bedeutet normalerweise, er ist tot. Aber dass ein Alpaka einfach so verschwunden ist? Oh. Es gibt ja seit neuestem Vampire. Vielleicht essen die ja auch Tiere. Probleme über Probleme. Nicht, dass wir bald eine Goblin-Invasion oder so hätten. Nein, wir haben jetzt noch Vampire im Haus und einen Zwerg, der gerade durchdreht. Ah, aber soweit so gut. Also einmal gehen die Händler weg, das ist nicht so gut. Aber er hat mit der Konstruktion angefangen. Das heißt, wir könnten jetzt gucken, was er macht, aber können wir nicht. Das ist je nach Mood Swing unterschiedlich, ob man jetzt sehen kann, was er macht oder nicht. Manchmal fängt er auch an, loszubrüllen bei der Arbeit. Das ist dann meistens der Name von dem Artefakt, das er gerade herstellt. Aber anscheinend scheint er alles zu haben. Warten wir so ein bisschen, das dürfte nicht allzu lange dauern. Und dann haben wir gleich unser erstes Artefakt, wenn es gut läuft. Das wird wahrscheinlich etwas sehr, sehr, sehr Komisches sein. Das sind Artefakte meistens. Also ich hatte noch nicht ein Stahllangschwert, das mit Rubinen besetzt ist. Das hatte ich noch nie, sowas Praktisches. Nein, ich hatte immer irgendwelche Fischknochenkronen oder Schuhe aus Zwergenleder. Ja, braucht wohl doch ein bisschen länger. Na gut, ich wollte ganz viele andere Sachen machen. Ich habe den Furnace hier unten gebaut. Der ist aber beschäftigt, der Mason. Na gut, dann bauen wir schon mal noch einen zweiten hin. Jetzt haben wir mehr als genug Stein. Hier kommt der hin. So, dann machen wir einen neuen Stockpile, nämlich Bar und Blocks. Der kommt hier hin. Und da machen wir erstmal alles weg mit B. Und machen jetzt nur Coal und. Normalerweise gab es Coal und Charcoal als unterschiedliche Gegenstände. Das irritiert mich jetzt ein wenig. Nö, jetzt gibt es nur noch Kohle. Na gut, das heißt, hier drin wird dann Kohle reinsortiert. Und warum ist da keine dritte Treppe? Unser Fort wird immer komischer. Also, die Furnaces können dann gleich gebaut werden von dem Mason. Und er ist immer noch da am Werkeln. Haha, unser Engraver Allen hat Edos Meban, eine Jetfigur aus Risen. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Kann man das jetzt irgendwie zoom to location? Er müsste es ja in der Hand halten eigentlich. Nee. Dann mit V. Da ist unser Engraver Allen. Der ist jetzt übrigens, dadurch, dass er das gemacht hat, sofort zum Legendary in einem Skill aufgestiegen. Also er ist jetzt Legendary Engraver geworden, dadurch, dass er das Ding dahergestellt hat. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass man sowas schafft. Normalerweise fehlt immer irgendeine richtig nervige Ingredienz. Das heißt, wir gucken jetzt mal in sein Inventar. Und das Ding ist nicht da. Wo zur Hölle ist das? Ist das in dem Teil? Ja, da ist es. Endos Meban. View. V. Dies ist eine Jetfigur von Risen Gemdeeps. Das scheint ein Eigenname zu sein, also entweder eine andere Festung oder irgendein Mensch oder Zwerg oder was auch immer. Alle Kunstwerke sind von der höchsten Qualität, ist okay. Es ist ein Bildnis von Risen Gemdeep. Dem Zwerg und Zwergen aus Jet von dem Engraver Allen. Risen Gemdeep ist umgeben von Zwergen.
Das Kunstwerk bezieht sich auf. Oh. Auf den Zwerg Risengamdeep, der zu der Position eines Königs aufgestiegen ist. Und zwar des Königs von Robes of Sacrificing. Das wird eine Festung sein in dem Jahre 90. Es ist bestückt mit Jet-Kabochons, was auch immer das sind. Und es ist verschönt mit hängenden Ringen aus Jet. Also ist aus Jet, mit Jet bestückt und verhängt und überhaupt. Und auf dem Item, also auf dem Gegenstand, ist ein Bild von Akasien ebenfalls in Jet. Also ein absolutes Jet-Amulett, Figurin. Aber das finde ich cool. Also wir haben jetzt die Geschichte eines Königs von einer anderen Festung auf einer Figurin verewigt. Wie viel ist das Ding wert? 4.800. Muahaha, es wird verhökert. Nein, wird es natürlich nicht. Sowas behalte ich eigentlich meistens. Außer wir haben echt mal Not am Mann, weil 4.800 ist doch schon eine Menge. So, also diese Krise hätten wir gemeistert. Jetzt haben wir bloß noch den Vampir, wenn es denn wirklich einer ist. Und ich würde ganz gern gucken, wie sich das hier unten entwickelt. Oh, der Abtransport läuft super schnell. Das Abbauen auch. Ich bin versucht. Wie viel Pickaxe haben wir? Z. Ich glaube, ich hatte das vor kurzem schon mal geguckt. Aber vielleicht haben wir inzwischen irgendwie mehr bekommen. Warhammer Iron Picks. Oh, die hatten welche dabei. Da warten wir, bis die Karawane weg ist und gucken dann nochmal. Und wir sollten unbedingt gleich die Türen bauen, sobald hier das angebrochen wird. Aber ja, das ist schön, dass das was geworden ist. Ich hätte ungern den Elon umgebracht. Das wäre nämlich die Alternative gewesen. Wir hätten ihn einfach irgendwo eingemauert und verhungern lassen. Weil es ist besser, wenn nur ein Zwerg stirbt, als wenn er Amok läuft und dann irgendwas anderes umbringt. So, hier unten, die Fallen sind fertig und ich sehe, dass ganz viele Welpen zu Hunden geworden sind. Da müssen wir doch mal unseren Bestand prüfen. Also wir haben zwei männliche Hunde. Das sind immer noch die Hunde vom ganz am Anfang. Die sollten wir vielleicht irgendwann mal austauschen, weil die sterben ja auch. Und dann hätten wir irgendwann nur noch weibliche Hunde und ja, ein Problem halt. So, hier ist noch ein Kakapo. Und Hunde, Hunde, Hunde. Aber nicht wirklich viele neue Welpen. Ich brauche doch mein Leder und mein Fleisch. Na gut, wir lassen die jetzt alle schön alt werden. Also die Welpen zu richtigen Hunden werden, damit wir dann noch mehr weibliche Hunde haben, um das Ganze ein bisschen in Fahrt zu bringen. Aber trotzdem, es könnte schneller gehen. Wie schauen meine Befehle aus? Ich drücke jetzt mal J für Jobs, M für Manager. Und wie ihr hier sehen könnt, es wurden jetzt alle drei bestätigt von Gerugon. Der hat seinen Stempel drauf gemacht, aber es wurde noch nicht wirklich viel davon gebaut. Also die Türen, davon sind jetzt fünf schon gemacht worden. Von den Ledersachen noch gar nichts. Das ist aber auch, weil ich die beiden Crafts-Workshops vollgedröhnt habe mit anderen Aufträgen. Die müssen erst abgebaut werden. Danach geht dieser Job los. Ich gucke mal kurz runter. Ja, hier. Hier sind noch die Lederhuts. Aber wirklich schnell ist er allgemein auch nicht. Na gut. Dafür hat er gerade einen Skill abbekommen. Er ist jetzt ein Lederarbeiter. Na gut. Was macht unser Steindepot? Da werden wir bald ein neues. Ups, jetzt sind wir viel zu hoch. Wo ist mein Steindepot? Da ist mein Steindepot. Ja, ganz viel Granit. Sehr schön. Aber wo ich gerade mal hier oben hingegangen bin, die Mauer ist noch nicht fertig. Davon ist fast gar nichts fertig. Wir brauchen unbedingt einen zweiten und eventuell noch einen dritten Mason. Das ist dann zwar nicht so gut, weil eigentlich braucht man möglichst wenige, damit man dann welche hat mit einem hohen Skill. Damit die Statuen und Tische und Stühle und so weiter recht gut werden. Aber der Mason muss halt auch solche Sachen hier machen. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, ich lasse es trotzdem erstmal bei einem Mason. Weil wir müssen diese Mauer ja nur einmal bauen. Und viel anderes bauen wir auch nicht mehr. Und schon wieder ein Tier tot. Ah, der Wasserbüffel ist tot. Okay, irgendeiner der Zwerge ist jetzt ein Vampir. Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ein anderer Zuschauer das auch hat. Und irgendwie hat er rausbekommen, welcher davon ein Vampir ist, von seinen Leuten. Aber er hatte, glaube ich, auch ein bisschen weniger als ich. Tot und vermisst. Die beiden sind vermisst.
Was können wir da machen? Wir könnten einen Sheriff einstellen. Wir haben jetzt einen Militia Commander, den Militia Captain. Okay. Dann mache ich jetzt mal den Unaussprechlichen zum Captain. Oh. Nee, das ist doch was anderes. Das ist sowas wie Gruppenführer. Und Hex ist ja schon ein Gruppenführer, da brauchen wir keinen zweiten. Na gut, was ist mit einem Sheriff und einem Hammerer? Ein Hammerer ist ein Zwerg mit einem großen Hammer, der das Gesetz vertritt. Aber so nach dem Motto, wie das Judge Dredd macht. Also erst den Schädel einschlagen und dann. Nee, also er versucht eigentlich das so zu machen, dass die Leute wirklich schuld sind. Aber er geht halt recht rabiat dabei um. Aber vielleicht ist das genau die Möglichkeit, die wir brauchen, um halt den Vampir zu finden. Das heißt, ich stelle mal den Hammerer ein. Das kann jetzt der Unaussprechliche machen. Der ist eh ein Hammerzwerg. Wo ist er? Da ist er. Er braucht auch kein Büro. Das ist schon mal ganz praktisch. Dann machen wir ihn auch gleich zum Sheriff. Obwohl, nee, er sollte nicht zu viele Positionen auf einmal eine haben. Hex kann das auch nicht machen. Dann sollte das einer der Cutter machen. Also Webster. So, oh, der Sheriff braucht aber was. Was braucht denn der Sheriff? Er braucht richtig viel. Der braucht ein Office, der braucht ein Dining Room, der braucht Kisten, der braucht. Oh, nee, Entschuldigung. Wir brauchen erstmal keinen Sheriff. Solange nur Tiere sterben, ist alles gut. Mann, Mann, Mann. Na gut. So, da ist unser Knochenraum, die Türen sind da, ist alles gut. Wir haben Bismuthinit gefunden. Ja, toll, das hatten wir schon mal. Ich will aber kein Bismuthinit, ich will Eisen. Und da ist die Ader von dem Bismuthinit. Scroll ich mal kurz hin. Zack, Bismuthinit. Ja, schön. Aber wir können mal gucken. Da ist jetzt ja unser Furnace, wo wir das Holz verbrennen können. Das machen wir mal voll. Dann bauen wir jetzt daneben B, nicht W, doch W. Metalsmith's Forge. Dahin. Dafür brauchen wir unseren Amboss, unser Granit. Ist okay. Und jetzt hätte ich noch gerne einen Smelter, wo wir die ganzen Sachen einschmelzen können. Das kommt auch hier auf die Etage. Da einen hin. Da einen hin. So. Dann machen wir jetzt noch einen Stockpile für Bars. Aber der kommt hier hin und da kommen dann die Eisenbarren hin, keine Kohle. Also verbieten wir andere Materialien, wir verbieten Stein und Lehm, wir verbieten Glas und Holz. So. Und dann sind unsere. Aha, jetzt haben wir das nächste Problem. Unsere Miner sind ja die Waffenschmieden und der Rüstungsschmied. Das heißt, wir brauchen neue Miner. Okay. Ich gehe mal ganz kurz in den Dwarf Therapist, lade das mal rein. Das heißt, unser Armor Smith ist jetzt kein Miner mehr, unser Weapon Smith ist kein Miner mehr. Dafür mache ich mal den Sarge. Dann mache ich Cutter weg und mache Miner hin. Und bei den Cuttern mache ich das auch weg. Also die beiden Cutter sind jetzt auch keine Holzcutter mehr, sondern sind meiner. Und der Grunt ist auch kein Cutter mehr und ist auch meiner. So, das heißt, wir müssen jetzt aber auch deren Namen erstmal ändern. Also die Cutter ändern wir in Grunts. Grunt, so, dich auch. Grunt. Der andere war eh schon Grunt und ich wollte noch Webster ändern. Wo ist Webster? Das ist Red Wolf, Gorgol, Buntefuß. Wo ist Webster? Da. Ich glaube, das war jetzt mit Doppel-L. Hoffe ich einfach mal. So. Und jetzt legen hoffentlich die beiden Schmiede die Pickaxe nieder. Und unsere Grunts und unser Sarge heben die auf.
und machen dann hier weiter. Und ich verbinde die mal, damit wir von mehreren Seiten arbeiten können. So. So. Bisher sehe ich aber noch nicht wirklich viele angenommene meiner Aufgaben. Also eigentlich müsste ich sofort irgendwas anfangen zu blinken. Aber da passiert nichts. Ah, okay. Ich gebe mal unseren Grunts. Die haben sonst keine großartigen Befehle. Ah, doch, die Howling-Sachen. Stimmt, da wurde ich auch drauf aufmerksam gemacht. Ich sollte doch mal den wichtigen Leuten den Howling-Befehl wegnehmen. Dass sie dann wirklich das machen, was sie sollen, anstatt Steine zu schleppen. Das war eine gute Idee. So. Machen sie jetzt in-game auch? Geht jetzt irgendwas los? Komm, komm, ihr müsst Steine kloppen. Ich will Eisen finden. Oder irgendwas anderes. Nö, machen nix. Na gut, das werden wir im Auge behalten müssen. Wie schaut's hier unten aus? Ach, das braucht auch Masonry. Oh, hier haben wir unsere Schmiede. Wir haben aber leider kaum Metall. Was haben wir da? Eine Kiste drin? Nix. Einfach nur eine leere Kiste, damit der Barren reinkommen können. Ja. Und warum brauchen die Smelter Masonry, um gebaut zu werden? Das finde ich auch ein bisschen komisch. Aber na gut. Dann machen wir jetzt erstmal einen kurzen Cut. In der nächsten Folge gucken wir, wie sich das hier weiterentwickelt. Das mit den verschwundenen Tieren macht mir schon ein wenig Sorgen. Da werde ich das Zwergen-Wiki gleich auch mal aufsuchen. Ob es da noch irgendwelche Kennzeichen gibt, wie man sowas rausfinden kann. Weil das will ich nicht blind herausfinden. Warum kommen Migranten? Also eigentlich habe ich im Lazy New Pack eingestellt, dass 55 mein Maximum ist. Und wir hatten jetzt schon 63. Na gut, das lassen wir noch kurz durchlaufen. Ich will sehen, wie viele Zwerge das sind. Oh, wo kommen? Da oben kommen sie. Bitte keine Katzen, bitte keine Katzen. 2 Zwerge. 3 Zwerge. 4 Zwerge, 5 Zwerge. Katze. 6 Zwerge, 7 Zwerge. 8 Zwerge, 9 Zwerge, 10 Zwerge. Tier, 11 Zwerge. Ja. 11 Zwerge, davon mindestens ein Kind und eine Katze. Na gut. Jetzt wird erstmal gespeichert und es gibt einen kleinen Cut. Und offscreen nehme ich dann mal allen Neueinwanderern alle ihre Jobs weg und mache sie zu Haulern und dann gucken wir gleich nächste Folge weiter. Also bis dann.